ist auf jeden Fall Spaß an der Musik, Spaß auch an Takt, an Rhythmus, dass man da ein bisschen Gehör dafür hat und natürlich ganz, ganz wichtig, der Umgang mit Menschen. Wir haben jeden Tag mit sehr vielen Menschen zu tun und jemand, der jetzt gerne eher alleine arbeitet und sonst nichts um sich herum haben möchte, ist als Tanzlehrer dann eher falsch. Also die Tanzlehrerausbildung, die kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen, wie jetzt zum Beispiel die Ausbildung zum Bürokaufmann, wo ich ein-, zweimal die Woche in meine Berufsschule gehe und dann ansonsten sitze ich in meinem Betrieb und mache eben da meinen Bürokram. Die Tanzlehrer haben eine eigene Berufsschule. Es gibt also regionalbedingt gibt's verschiedene Ausbildungslehrer, die eben dann die ganzen tanzwilligen Tanzlehrer aus der Region ausbilden. Das Ganze über 3 Jahre verteilt. Ein Bereich, in dem ich mich jetzt am besten wiederfinde, ist der Jugendtanzbereich, die ganz normale, in Anführungszeichen, Jugendtanzkursschiene, weil es eben auch bei uns in der Tanzschule ist es mein Aufgabenbereich. Haben keine Schule am Wochenende und deswegen finden eben die meisten Tanzkurse am Wochenende statt. Das ist jetzt bei mir freitags und Samstag. Da haben wir die meisten Tanzkurse und das geht dann schon mal bis zu 10 Stunden am Tag. Wenn ich jetzt einen jugendlichen Schüler frage, welcher ist der schwierigste Tanz, kommt bestimmt nicht der Jive. Da kommt vielleicht der Wiener Walzer, weil Jugendliche den Wiener Walzer nicht mögen. Wenn man jetzt die Tanzkurse anschaut, ist der schwierigste Tanz eigentlich der Foxtrott. Der Foxtrott ist ein Tanz, den eigentlich jeder Mensch tanzt. Ob er jetzt nun weiß, dass er Foxtrott tanzt oder nicht, jeder, der einfach so ein bisschen auf die Tanzfläche geht, sich ein bisschen bewegt, tanzt fast automatisch Foxtrott. Aber wir erfahren immer wieder, Jugendbereich, Erwachsenenbereich, am längsten brauchen die Leute, um den Foxtrott zu lernen. Meine Lieblingstatsache, die ich in der ganzen Tanzgeschichte rausgefunden habe, war, dass die Samba ursprünglich ein afrikanischer Fruchtbarkeitstanz war, wo die Menschen früher ums Feuer getanzt sind und richtig angebetet haben, um Nachwuchs zu fassen. Und es freut mich jedes Mal, wenn dann die Tanzschüler im Kurs sagen, wenn sie die ersten Samba-Schritte lernen, das sieht ja aus wie ein Fruchtbarkeitstanz. Und dann sage ich, ja, das war's auch mal. Spaß am Tanzen werde ich nie verlieren.